Folge 6 von Let's Play Brutal Mario. Hallöchen! Wir gehen nochmal auf die Titanic. Ich bin der König der Welt. Ja, denn hier gibt's nochmal einen Super-Secret-Ausgang. Und zwar müssen wir dazu schnell sein. Dazu nehmen wir uns den Cooper-Panzer, damit wir schneller schwimmen können. Tauchen ab. Und können hier jetzt nochmal nach unten gehen. Da gibt's nämlich einen versteckten Stern. Den nehmen wir und jetzt können wir hier in einem fulminanten Speedrun durch. Wir müssen nämlich im Ziel sein mit mindestens 100 auf der Uhr. Alles, was drunter ist, giltet nicht. Das heißt, ein Lauf gegen die Zeit. Da ist noch ein Stern drin. Komm her, komm zu Papi. So, hier hoch. Also die Zeit ist hier extrem knapp bemessen. Aber man kann es schaffen, wenn man gut ist. So, hier hoch. Wunderbar. Hier mache ich mal ein Save. Ich glaube, das war zeitlich ganz okay. So, hier sind jetzt die fiesen Torpedo-Tats. Schnell vorbei. Egal, weiter. Jawohl, Kanonen. Ob das noch reicht? Torpedo-Tat. 24, 23, 22, 21. Könnte reichen. Könnte. Und. Yes! Haha, wir haben es geschafft. Und wir kommen jetzt. Tja, wohin weiß ich auch nicht. Ich weiß nur. Ah, zur Star Road. Alles klärchen. Wunderbar. Haben wir das auch mal geklärt? Aber das heben wir uns für später auf. Wir machen jetzt erstmal auf unserem ursprünglich geplanten Weg weiter. Moment. Der war nämlich hier nach oben. Sodele. Und gehen nochmal ins Four-Room-Haus. Jetzt können wir hier den ganz normalen Ausgang wählen. Gut, für mich brauche ich nicht viel nachzudenken. Obwohl, man weiß es nicht. Ist auch schon wieder ein paar Tage her, wo ich hier war. Und eine meiner Eigenschaften ist, dass ich alles wieder gleich vergesse. Okay. Das ist so dämlich. Ich bin so blöd. Ist jetzt mal ein Save. Ich hab vergessen zu saven. Elementarer Bestandteil meines Let's Plays ist das Staven von States. Saven von States. Mein Gott. So, jetzt ein gefühlvoller Hops. Rutsch. Wunderbar. Na! Ein gefühlvoller Hops in den blöden Geist. Ey, Sarma. Das war nicht gefühlvoll, das war mit der Brechstange, aber egal. Mit den restlichen 50 Leben sollten wir auskommen. Und so. Safe State. Yeah, I love it. Na? Gefühl. Nee. Okay, ich mach's auf die langsame Art. So. Mein Gott. Ich bin ungeduldig, ich weiß. So, Freunde. So, verschwindet. So, alles klärchen. Hier hinein. Na komm schon, Klempner. Klempner-Gehilfe, du. Hep, 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 hep. So. Ach ja, wie war das noch gleich mit der Schildkröte? Die brauche ich ja erstmal. Okay, die war hier draußen irgendwo versteckt. Holen wir uns gleich nochmal das Power-Up, wenn wir schon in der Nähe sind. Hep! Ach je, ich brauche erstmal einen P-Block. Was denn noch alles, Freunde? Da ist The Big Boo, glaube ich, gewesen. Genau. Der braucht uns jetzt mal nicht zu kümmern. Okay, Moment. Nee, das wollte ich auch nicht. Wie kam man denn nochmal hier zu diesem Gedönse? Ich nehme mal an, hier müssen wir runter. Wo ist der blöde Pau-Block? Na, wo ist er? Wo ist er denn? Wo hast du dich versteckt? Ich glaube, hier irgendwo. Yes!
Moment, Quatsch. Quatsch mit Soße. Danke, du Weißwurst. Ah, ich hasse ihn. Dreh dich um. Und wieder. Und hihi. Alter Schwede. Ist das jetzt der Standardausgang? Auch nicht. Was ist denn? Ja, gut. Wenigstens. Nein, da war ein Geist. Da war ein fieser, blöder Mistgeist. Nee, du Depp. Ich hasse Geisterhäuser. Die sind gruselig. Nee, nicht gruselig. Nervig. Komm, jetzt geh doch mal durch die Tür. Gottes Willen. Ich reg mich schon wieder auf, Leute. So. Jetzt da runter. Schön machst du das. Jawohl. Und durch die Tür. Braver Junge. So, jetzt wieder diesen blöden Gasflammenheini da gleich. Na, wo ist er? Da ist er schon. Ja. Wie aufs Stichwort. Na, hallo. Vorsicht. Nein, nein. Boah. So mache ich eigentlich keine Save States. Wahrscheinlich, weil ich... Oh, das war gut. Weil ich so im Spiel drin bin, dass ich das vor lauter Aufregung vergesse. Kann natürlich auch sein. Und weil ich blöd bin, natürlich. Das ist der Hauptgrund. Weil ich tierisch dämlich bin. So. Rubbudurubbudurub. Da rein. Warum hat er so Probleme, durch Türen zu gehen? Hat er eine Türphobie? So, jetzt mal ein Safe. Ja, ich hab dran gedacht. Applaus. 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 So, da ist der Depp. Boah. Ja, der Depp, der sitzt am Controller und labert blödes Zeug. Ich weiß. Ich geb's ja zu. Das gibt's doch nicht. Warum drehst du dich nicht um, du Depp? Umdrehen. Und... Nein. Das gibt's doch nicht. Das hier wird dann... Du hast dich da blöd platziert, du... So, dreh dich um. Diese Abgründe, diese Wandelnden, gehen mir auch ein bisschen auf den Sack. So, ganz geringfügig. So, dreh dich um. Du sollst dich umdrehen! Ich hab dir gesagt, dreh dich um. Das sage ich nicht zum Spaß. Steckt mir schon was dabei. So, hep, umdrehen. Gut. Umdrehen. Na, endlich. Es ist die Pest, dieses Geisterhaus. Kann euch sagen. So, jetzt komm mal her hier, du, nerv mich nicht. Alles wegen so einem blöden P-Block. Wärst du bescheuert? So. Komm her, du Mist Cooper. Nip, 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 nip. Bam. Und bam. Mitkommen. Und hier hinein. Ich will ja nur den ganz normalen Standardausgang. Ich dachte, das machen wir jetzt hier in 2 Minuten. Weit gefehlt! Wenn der Herr Dattel am Controller sitzt. Das kann jetzt nicht euer... Obwohl, warte mal, ich brauche den nicht zu aktivieren. Quatsch, ich will ja nur den Standardausgang. Reicht ja schon. Reicht ja schon. Mehr will ich nicht. Danke sehr. Ich muss immer aus einer Mücke einen Elefanten machen. Aber ich krieg hier jede Menge Punkte. So, wieder ein sehr kurioses Bonusspiel. Ja, ja, ne, gut. Dem Herrn Dattel ist es egal, der Herr Dattel hat 51 Leben. Du mich auch, Spiel. Kann sein, dass es da auch noch einen Abzweig gibt. Das heißt ja Four Room House, aber das ist mir egal. Ich bin nicht erpicht darauf, hier jedes Level zu spielen. Die Hauptsache, ich schaff das irgendwie durch. Nee, Squawks, ich werd bescheuert. Ist ja fantastisch. Der Papagei Squawky. Kann der spucken? Nee, aber Mario kann schießen. Zur Not geht auch das. Unfassbar. Und der Zingers gibt's auch. Freunde. Wieso lassen die sich nicht erschießen? Das ist nicht gut.
Das verstehe ich nicht. Wie geht das? Das ist unfair. Oh. Safe State. Was? Er? Hä? Wie? Hab ich irgendwas versäumt? Hm. Die Zingers? Oh ja, schön. Super. Hier ist in Münzen der Buchstabe R abgebildet. Was bedeutet das? Ach, so kann er spucken. Das habe ich vorhin schon mal gemacht. Ich dachte, das wäre ein Feuerball von Mario. Deswegen habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Oh Gott, mir muss man wirklich alles mit der Brechstange hier eintrichtern. Ich bin so blöd. Aber gut, jetzt haben wir es geschafft. Mit der rechten Schultertaste können wir schießen. Sehr ungewöhnlich. Blume! Mir fehlt ein bisschen dieses Wespengeräusch, wenn man es abschießt. Wie bei Donkey Kong, dieses... Aber das wäre etwas zu viel verlangt, wahrscheinlich. Hier auch noch die Sounds von Donkey Kong einzuspielen. Verschwindet. Zwei auf einen Streich. Was hat Squawks denn im Mund? Irgend so ein komisches Blinke-Ding? Ein Leuchtbonbon. So. Ja, wenn man erstmal weiß, was man machen muss, was bei mir immer ein bisschen länger dauert, dann klappt das alles wunderbar. Ne? Richtig, richtig. Bam. Schabada. What the? Ich hoffe mal sehr, dass Yoshi nicht eifersüchtig wird, wenn ich ihm hier fremd gehe. Aber gut, die Affen in Donkey Kong, die besteigen ja alle paar Minuten ein anderes Vieh. Deswegen sollte das nicht so das Problem sein. Tschüssikowski! Ziel! Gucken, ob es hier noch versteckte Bonis gibt. Nö, gibt's nicht. Egal. Yeah! Schönes Ding, du! Rubidi, rubidi, rubdibub. Ich guck auf die Uhr. Machen wir noch ein Level? Da kommt wieder ein Maze Cave 1. Maze, das heißt Irrgarten. Das auch nicht schon wieder. Ich hab kein... Blöde Geisterhäuser. Hä? Blumen? Verstehe ich nicht. Oh, da oben ist schon mal das Ziel. Ah. Nee, nicht nach oben. Der Depp, der geht immer durch Türen, wenn er es nicht soll. Wenn er es soll, dann zickt er rum. Bedeutet das hier, ne? Ach so, alles klar. Schiebe, schiebe, schieb. Hier ist keine Tür. Ach ja, ich muss irgendwie, muss ich hier irgendwas fluten, damit es hier weitergeht. Die Steuerung ist unpräzise. So. Was mache ich mit dir? Ich glaube, ich muss nochmal zurück, denn irgendwie ist hier alles ein bisschen vertrackt jetzt. Hm. Hier komme ich nicht hoch. Da. Was muss ich denn? Ah, vielleicht folgendes. Eigenen Augenblick. Können wir ja mal testen. Das hier runter. Kann ich das wieder anheben? Nö. Ach, so geht das. Da ist, kann ich auch rein. Alles klar. Ich begreife langsam. Dann hier rein. Oh Gott, das wird ja immer komplizierter. Okay, da ist nichts zu machen erstmal. Hm. Hep! Nein! Aha. Wohl da hoch lässt er mich wahrscheinlich auch nicht.
Mein lieber Mann, ich glaube, hier war ich schon mal. Das muss ich irgendwie anders anpacken. Jetzt mal draufbleiben zur Abwechslung. Könnte helfen. Na, hopp. Genau, da wollte ich hin. Geht das? Schauen wir mal. Ah ja. Und dann hier hinein. Okay. Wo sind wir jetzt hier landet? Ich mach mal ein Safe. Geschafft? Geschafft? Schön. Das ist die Hauptsache. Hihi. Und weiter geht's zur Burg 4, Freunde. Die spielen wir in der Folgenummer. Wo sind wir? 7. Genau. Wenn's wieder heißt Brutal Mario. Bis dann, macht's gut. Tschüss.